Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist der 24. Das heißt, heute ist Heiligabend. Freut ihr euch schon alle? Ja? Ich muss, glaube ich, nochmal los nachher und Bier kaufen, damit ich die Feiertage überlebe. Außerdem habe ich so schlecht geschlafen. Ich habe es noch nicht mal ins Bett geschafft. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, habe vergessen, meine Tablette zu nehmen. Jetzt habe ich 5 Albträume nacheinander gehabt und bin total fertig mit der Welt. Aber habe gedacht, heute mache ich nochmal was Besonderes. Auch wenn ich komplett down bin. Guck mal, der Ali frisst. Kanal Phänomenal hat letztens nämlich ein Video hochgeladen, da hat er einen ganzen Weihnachtskalender gefressen, in einer bestimmten Zeit, musste aber jedes Mal die einzelnen Türchen suchen. Das fand ich so genial und ich habe zwar jeden Tag Adi seinen Kalender aufgemacht und meinen Bier-Adventskalender aufgemacht, aber der stand die ganze Zeit einfach da und ist noch unangetastet, ne? Der ist sogar noch in Originalfolie eingeschweißt, die Originalfolie wollen wir natürlich jetzt auch mal abmachen. Das ist nämlich das Gute. Ich habe gedacht, was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung. Und dachte mir, wenn er das gemacht hat in so einer Challenge sozusagen, dann können wir das ja auch mal probieren. Ich habe jetzt halt keinen von Milka, ne? Ich will hier keine Werbung machen für Milka. Die kriegen ja genug Werbung. Mann, wie geht denn das auf? Alter, das scheitert schon daran, dass man versucht, diesen blöden Kalender aufzumachen und kriegt es nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, werde ich das auch machen. Einfach den ganzen Kalender jetzt mit einmal essen. Und jedes Mal aber das neue Türchen suchen. Und dann mal gucken, wie lange das dauert. Wenn ich jetzt länger brauche, dann ist das halt auch so. Das ist ja nur ein Spaßvideo. Es geht ja jetzt hier nicht um Leben und Tod, ne? Mann! Die Folie geht nicht auf. Der Kalender verbiegt sich schon in alle Richtungen und ist gleich kaputt, aber egal. Oh, jetzt haben wir die Naht gefunden. Jetzt können wir es einfach nach unten so aufreißen und dann kommt es ganz raus. Das passt wenigstens auch zum Thema Heiligabend oder zu Weihnachten oder Weihnachten, je nachdem, wie ihr das sagt. Weihnachten oder Weihnachten. Ja, die ist abgelenkt, sehr schön. Der gaunert sich nämlich sonst immer die Folie. So sieht er also aus und ich weiß nicht, ob das jetzt fair oder unfair ist. Hier ist auf jeden Fall die Zahlen, also wenn es ein heller Hintergrund ist, sieht man die Zahlen gut. Wenn der Hintergrund dunkel ist, sieht man die richtig schlecht. Und die sind aber relativ groß geschrieben. Ich habe mir gedacht, boah, wie lange das dauert, bis er die Zahlen gefunden hat. Aber das wird wahrscheinlich wirklich in der Hektik so sein. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier dauert. Ich werde sein Video wieder einblenden nebenbei. Als er seinen Kalender gegessen hat, solange esse ich meinen Kalender. Erstmal hier Frisur machen, so, ach, keine Ahnung. So sieht's aus, wenn man aufsteht und gleich Kalender isst, anstatt erstmal was aus sich zu machen. Wir werden gleich starten. Dann werde ich die 1 aufmachen. Die 1 ist hier oben, sehr schön. Er hat immer die Türchen auch rausgerissen. Er hat eine zweite Kamera gehabt, dass ihr seht, welche Tür das ist. Ich habe nur eine Kamera, ihr müsst mir also vertrauen, dass ich wirklich der Reihenfolge nachgehe und nicht einfach irgendwelche Türchen öffnen, um schneller zu sein, sondern dass ich wirklich erst das zweite dann suche, das dritte suche und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ne? Der Adi ist ruhig gestellt und wir nehmen uns das erste Türchen auf die Plätze, fertig und gut. Türchen ist offen. Was? Ah! Igel! Digga, diese verschissene 3. Also, was ist 3? Hier ist Gewürz. Ja. Meine Güte. Echt schwierig. 5 gibt's halt einfach gar nicht. Achso, doch hier oben. Mhm.
Adi, lass mal das Zeug liegen, ja? Habe ich doch schon. Idiot. Ich bin ein Depp. Aha. Also das ist ja so aufgeteilt, das ist ja Wahnsinn. Oh. Direkt neben der 7 eigentlich. Ich habe das sogar für euch jetzt mal geordnet, dass ihr das wirklich seht. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9, die 10, die 11. Eben auch schlecht erkannt. 12, 13, 14, 15 ist die Hand davor, 16, 18, 19, alles immer auf dem Kopf, 20, hier die 21, wie man sieht, 21. Mit 22, 23 und die 24, der große, fette Nikolaus. In der Zwischenzeit hat der Adi im Flur gehangen und hat um Luft gerungen, weil er fast erstickt wäre. Ich weiß nicht, was er schon wieder gemacht hat. Adi, was hast du denn schon wieder gefressen? Hä? Nicht, dass du hier uns noch umfällst, mittendrin im Video. Wie immer weiß ich meine Zeit nicht, wie immer weiß ich gar nichts. Das ist ein kleines X-Mess-Spessel, ne? Werde ich jetzt zusammenschneiden, werde ich nachher hochladen und guckt euch doch mal die schönen Bilder an. Da ist ein Fußball und ein Schneemann und ein hässlicher Mond und eine Sternenschnuppe und... Oha! Ja, keine 5 Minuten. Hier ist nicht mal eine Tür. Und 26 Sekunden. Links, rechts, oben, das verstehe ich ja noch, aber hier keine Tür. Das sieht ja merkwürdig aus. Sieht euer Adventskalender auch so aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, er hatte einen von Milka, da war die Schokolade bestimmt auch größer und fetter und brutaler. Deswegen. Aber lustige Idee, das auf Zeit zu essen und die Türchen zu suchen mit Geschicklichkeit und
man muss genau hingucken und alles und man denkt, kein Problem. Und dann wirst du verrückt, wenn du die 3 nicht findest oder irgendeine andere Zahl. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an Kanal Phänomenal. Fröhliche Weihnachten natürlich an alle, die hier zuschauen, das Video sehen und an die ganzen coolen YouTuber, die immer schönen Content liefern, den wir uns am Montag immer reinziehen. Grüße an Fladdy, Natururin, Dani der Dicke, Sabrina, Manns Haulwurf auch, auch wenn bei dem nicht so viel kommt, was wir gucken. Get My Game oder Get No Shiny, auch Grüße gehen raus und ansonsten an die ganzen krassen Supporter, Mitglieder vom Kanal und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.